Jetzt sind sie verrückt. Wir stecken bis zum Hals im Eis. Langsam voraus. Was ist los? Alles repariert? Der Kapitän könnte das Schiff zerstören. Denkt an meine Fracht! Kapitän, öffnen Sie die Tür! Was ist los? Öffnen Sie die Tür! Volle Kraft voraus! Wo ist die Funkmeldung? Haben Sie ihm die Funkmeldung gegeben? Öffnen Sie die Tür! Volle Kraft voraus! Wo ist die Funkmeldung? Haben Sie ihm die Funkmeldung gegeben? Was ist los? Haben Sie es nicht so gewollt? Übernehmen Sie das Steuerrad! Bewegt sich nicht! Der Steuerhebel lässt sich nicht bewegen! Helfen Sie mir! Die Steuerung klemmt! Maschine, volle Kraft zurück! Wir machen 20 Knoten, das ist gefährlich! Die Steuerung ist blockiert! Volle Kraft zurück oder Sie kommen vors Tribunal! Volle Kraft zurück! Torschutz. Können wir ihn nicht abschalten? Unternehmen Sie etwas. Ganz ruhig, er wird bald starten. Es besteht kein Grund mehr zur Eile. Wie lange noch? Ich weiß nicht, das ist ein automatischer Prozess. Wir müssen hier raus. Und wohin? Was ist mit der Mannschaft? Die Mannschaft wird es schaffen. Hubschrauber bereit machen. Ohne die Erlaubnis des Kapitäns? Das kann ich nicht. Ich werde dir schon helfen. Wir werden es gemeinsam tun. In 10 Minuten treffen wir uns oben. Lass dein Boot über das Wasser fahren. Denn du wirst es finden nach langer Zeit. Moment.
Er sagt etwas. Nein, ich kann nichts hören. Und so brannte sein Herz mit dem Feuer des Verlangens, sie zu retten, sie hinaus auf den einfachen Weg zu führen. Und dann begannen seine Augen in dem mächtigen Feuer zu glühen. Doch als die Menschen das sahen, dachten sie, er wäre wild geworden. Sie wurden wachsam wie Wölfe, warteten darauf, dass er sich in den Kampf stürzte und scharten sich eng um ihn, damit sie Danko leichter fangen und töten konnten. Aber er hatte ihre Gedanken schon erraten und sein Herz flammte noch heller auf, denn diese Gedanken quälten ihn.